Katze. Yes. Ja, schön. Schon ne. 18 Jahre. Ja, schnell nach heiratet. Ja. Das ist ein bisschen undefiniert, aber es sind jetzt etwa 2,5 Jahre. Ja, 2,5 Jahre. Wir sind schon seit 5,5 Jahren zusammen. We have been married for 20s, at least 26 years now. 26 years. Wir sind seit 1,5 Jahren zusammen. Ich glaube schon, ja. What I do for my partner to show him that I love him is whenever he has an idea which I see is good, I support him. I support him, I encourage him, then we do it together. Ich hoffe für meinen Partner, dass er sich geliebt fühlt und sage ihm, dass ich ihn liebe. Ich schaue, dass ich praktisch jeden Tag etwas mitbringe für meinen Partner. Sie sind so kleine Sachen. Wenn meine Partnerin etwas braucht, dann hole ich das, mache das. Also, mache ich recht viel. Mache es gerne. Ja, eigentlich versuche ich ihn immer zu entlasten. Das ist so das Wichtigste. Und halt so viel Zeit zu verbringen, wie halt geht, auch wenn keiner zur Verfügung steht. So. Ja. Der Blick. Also sie ist ein Mensch, der sehr viel Zeit für sich braucht. Und dann wiederum aber auch recht viel von mir braucht. Und ich probiere das irgendwie dann so zu geben, dass es passt dann. So. Ja. Ja. Sehr gerne, er gerne essen. Ich koche meine traditionellen Essen. Und ich auch selber alles, meine Body, mein Körper duschen oder Parfum, sehr liebt er. Ich mache das. Etwas kaufen, ihn geben und spazieren auch immer am Wochenende. Wir gehen. So umarmen, küssen und einfach auch, indem ich Sachen für ihn mache. Also ja, zum Beispiel kochen. Oder ihm sagen, kann ich dir etwas helfen? Ja, eigentlich so. Ja, Zeit verbringen vor allem. Schauen, dass wir immer etwas unternehmen können. Dass sie wirklich Zärtlichkeit bekommt und das auch spüren bekommt. Das ist halt das, was ich halt so zeige und was mir auch wichtig ist. Mir geht es persönlich darum, dass es ihm gut geht, dass ich, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass ich das machen kann. Sei es ihn zu unterstützen oder so, oder wenn er irgendwie Hilfe braucht, oder einfach mit ihm zu sein, einfach die verschiedenen Phasen durchzuleben oder so. Dass wir das einfach zusammen machen. Und ja, das würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Das Füreinander da sein ist mir sehr wichtig. Und eben auch wieder, dass ich seine Worte hat gefasst, bin ich das schon sehr zustimmend. Ja. Machen, ich mache es für dich. Mit deinen Kollegen chillen. Ich finde es auch nicht mega schlimm. Es ist für mich jetzt nicht etwas mega Schlimmes. Darum, ich weiß jetzt gar nicht, ja, was ich da gesagt habe. So, sein Hobby ist zu fischen. Und das ist jetzt nicht, sagt mir nicht mega viel, aber zum Beispiel morgen, wenn das Wetter schön wäre, dann würde ich auch mitgehen. Ich habe für mich für Sachen, wenn ich manchmal irgendwie voll cozy und bequem liege, aber ich mache es trotzdem. Vielleicht massieren. Das Einzige. Das ist so anstrengend. Ja. Meine Geburtstag seit letztem Jahr. Er geschenkt, gegeben eine große Gold. Ich bin sehr glücklich. Das Beste, was er bis jetzt für mich gemacht hat, ist, was mir schlecht ist gegangen, ist er zu 120% für mich da gewesen. Ich habe das so geschätzt an ihm.
geht auch in die Richtung, wenn es mir schlecht gegangen ist. Oder wenn ich viel Stress beim Arbeiten hatte, ist sie für mich da, sie hat immer ein offenes Ohr gehabt. Wir konnten stundenlang diskutieren und darüber reden und sie steht immer hinter mir. Und das ist wirklich etwas vom Besten. Es ist pure schön, so Sachen zu hören. When I met her, she did a lot for me. She has the financial power. Me, I was not having the financial power. She brings out all the money to me too. That's one thing I will never forget in my life. Ich weiß einfach, was ich sehr schätze, dass er sehr, sehr ein loyaler Mensch ist, dass ich mich auf ihn verlassen kann, also hundertprozentig, wenn irgendetwas ist. Das Beste für mich, was Jonas macht, ist mich zu lieben. Und das Beste, was passiert ist, ist der erste Kuss für mich. Oh. That's good. Sie kümmern sich im Moment um fast alles, weil ich jetzt eben ja mit dem Studium noch angefangen habe und arbeiten und ich bin es ist schon extrem faul und schnell überfordert. Da gibt sie mir halt schon eine hohe Stütze. Sie pusht mich auch indirekt, weil sie einfach sehr kritisch ist. Ja, es ist indirekt eigentlich, aber sie ist auch kritisch und das fordert dann auch noch ein bisschen mehr von mir. Ja. Also mich immer unterstützt, das ist auch etwas, was mir sehr viel Kraft gibt. Also zum Beispiel wie jetzt, er hat mich hergefahren, er ist für mich da, er pusht mich. Nur schon, dass er mir sagt, dass ich das schaffe, gibt mir so viel Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass ich schaffen werde. Ja. Ich glaube, es sind so mehrere Sachen, aber es hat eigentlich immer damit zu tun, dass es meistens etwas war, was wir zusammen gemacht haben, also ein Ausflug oder dass er etwas organisiert hat. Auch in den Ferien zum Beispiel. Dass sie eigentlich immer für mich da ist, wie gesagt. Dass ich eigentlich wie immer auf sie zähle. Dass ich eine ausschließe, das weiss ich. Und das ist ein Geschenk. Nein, denke ich dir, ist auch wichtig, Quality Time. Ja, Lob, denke ich auch. Und das Dritte, das Touchy. Ich bin mir recht unschlüssig bei dir. Bei einem bin ich mir zwar sehr, sehr sicher, das ist das Touchy. Beim zweiten, den du hast, kann ich mich nicht entscheiden. Und das ist zum ersten die Quality Time und Active Service. Siehst du, was nicht drauf ist? Also Quality Time und. Das ist sehr wichtig, finde ich. Für unsere Beziehung. Ja, ist wichtig. Und das Physical Touch eigentlich auch. Ja. Und eigentlich haben wir ja fast das Gleiche. Ja. Is a match. Is a match. Is a match. Is a match. Körperliche Part. Körperlich. Körperlich. Ja. Etwas zu immer machen. Ja. Ja. Bei Hilfe, ja. Physical Touch. Art of Service, ja. 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 Also ich habe das Gefühl, dass was sies ist, oder? Also safe als erstes die Hilfsbereitschaft und dann als zweites Quality Time. Ich habe das Gefühl, bei dir ist an erster Stelle Quality Time. Mhm. Und an zweiter Stelle das mit den Geschenken. Ja, voll. Act of Service Quality, nice. Und bei mir ist Physical Touch und Quality Time. Oh, ja. Wir beide aus zweites Quality Time. Mhm, voll. Was ich merke, eben, zum Beispiel, wenn wir in der Stadt sind, Handy haben, ist so kein Thema mehr. Aber ich mache es noch gerne. Mm, ich mache es, wenn ich bin. Voll. Ich aber ich bin sehr unhilfsbereit, wo dem kann ich zum Beispiel noch arbeiten. Aber weißt du, ich denke, wenn du so eine Hilfsbereitschaft bist, wenn du sagst so, hey, passt mir ein Thema? Ey, ich stehe da. Ja, wenn ein Thema willst, hey, ja. Ich gehe gerade her, weißt du, und wenn ich das ihr sage, nein. Muss ich, okay. Jetzt sagen okay, weißt du so? Also, ich denke, seine Liebessprache ist Liebe zeigen, also körperlich und Kompliment, also in Loben. Also ich denke bei ihr, dass sie auch eine Quality Time hat und noch Zärtlichkeit.
Was ist dir wichtig? Ja, das habe ich bei dir gesagt. Aha. Das und zärtlich filmen, das ist das Quality Time. Ja, Quality Time. Du hast gesagt, Quality Time, du hast Quality Time. Ich habe uns gegenseitig gesehen, was wir uns wünschen. Von dir, genau. Das mit dem Berühren, das sich nahe sein. Und das andere ist Zeit miteinander verbringen, denke ich. So, erster Platz und zweiter, so wie ich es gesagt habe. Erste ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn man etwas füreinander erledigt oder unterstützt. Platz 2 wahrscheinlich Giftsgeschenk. So. Hatte ich recht? Schön. Und bei mir? Die hat gehabt. Ich kenne dich gut. Ist nicht so schlimm. Aber Gift war an letzter Stelle. Echt? Aber das ist eigentlich so wie der typisch, dass sie richtig liegt und die verkackt. Das ist so. So please,